Also am Frühstückstisch haben Sie alle davon gesprochen, Joachim Gauck zu treffen. Und was Sie mit ihm besprechen könnten und welche Fragen Sie hätten und ob er wohl Ihr Freund sein möchte. Ja. Man ist auf jeden Fall aufgeregt. Ja, ist schon was Besonderes hier zu sein. Mein Bauch kribbelt, bin aufgeregt. Ja, ist schon aufregend auf jeden Fall. Und jetzt ist die Spannung, die steigt. Herzlich willkommen im Schloss Bellevue. Bellevue, das wissen die Größeren unter euch, heißt ja schöne Aussicht. Und das passt ja nun wunderbar zu unserem heutigen Tag, denn ich habe gerade eine besonders schöne Aussicht. Auf euch nämlich. Ihr habt die Jury und auch mich überrascht mit euren Ideen. Und manchmal habt ihr mich auch sehr nachdenklich gestimmt. Denn ihr habt überlegt, was ihr, wenn ihr Erwachsene seid, eines Tages besser machen wollt als wir. Zukunft findet auf jeden Fall statt. Die Frage, wie sie gestaltet wird, das kann unsere Aufgabe sein. Und deswegen freue ich mich erstens über dieses unheimlich starke Engagement. Und zweitens hoffe ich, dass ihr alle viel Freude bei dieser Preisverleihung habt. Alle Mann auf die Bühne! Gratulation! Wir kommen zum Schulpreis. Es geht nämlich darum, dass sich hier eine ganze Schule für das Thema eine Welt einsetzt und dass da auch globales Lernen in den Schulalltag fest integriert ist. Der Schulpreis, den wir jetzt vergeben, der erhält zusätzlich noch die Förderung eines entwicklungspolitischen Schulaustauschprogrammes, und zwar im Rahmen des ENSA-Programms. Das sind unsere Gewinner des Schulpreises. Einen Preis, den haben wir noch, ist nämlich der Sonderpreis der Nichtregierungsorganisation. Also Oma und Opa kriegt auch ein Foto, gell? Wir haben durch den Bundespräsidenten eine schöne Würdigung erfahren und darüber sind wir sehr froh. Wir waren alle so aufgeregt und die ist ja auch mal die ganze Zeit bei der Pressmeldung, die Hände haben gezittert, der Herzschlag war so schnell. Es ist ein unglaubliches Gefühl. Wir sind total froh, dass die Jury bewertet hat und dass wir Zweiter geworden sind. Ich fand es schon cool, weil nicht jeder lernt den Bundespräsidenten kennen. Also das Gefühl vom Bundespräsidenten geehrt zu sein, das da hat man einfach ein Gefühl von Respekt und fühlt sich wirklich geehrt. Also wir haben jetzt schon wieder neue Ideen, was wir machen werden und machen wollen. Und eines haben wir auch schon angefangen und mal gucken. Man hat so das Gefühl, es ist eine gute Sache, an der man mitarbeitet und das ermutigt zum Weitermachen.